Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die Woche wirklich sehr, sehr wenig von mir kam. Das lag daran, dass ich wirklich sau viel zu tun hatte. Und deshalb ist da auch wirklich viel auf der Strecke geblieben. Und dann kamen natürlich jetzt noch die Gewerteten dazu. Und ja, da sind halt wirklich Videos dann einfach nicht fertig geworden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch einfach mal froh, wenn ich dann auf dem Sofa liegen bleiben konnte. Zum Gewertet möchte ich kurz was sagen, da kommt morgen noch ein sehr, sehr geiles Video. Das war so ein krasses Match, das müsst ihr euch einfach angucken, weil wir sind wirklich komplett davon ausgegangen, dass wir das Ding hier komplett verlieren werden und haben das Ding dann doch nochmal komplett umgeschmissen. Sehr, sehr geil. Achtet dann auf jeden Fall mal oben auf die Punkte, dann werdet ihr merken, wie verdammt knapp das war. Ja, kommen wir jetzt mal zur Orkan zurück. Und zwar hat die Orkan kein Nebel, dafür aber Radar. Und das ist sehr, sehr speziell. Ich persönlich finde das richtig geil. Wir wollen heute herausfinden, ob das Ding wirklich ein absoluter Orkan ist oder eher so ein seichtes Lüftchen. Ja, gehen wir erstmal auf die Orkan selbst. Wir haben eingebaut als erstes das Zielsystem Mod 1. Dann habe ich als zweites das Steuergetriebe Mod 2. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich doch wieder auf das Tarnsystem gegangen. Ich hatte jetzt nur das Steuergetriebe mal reingemacht, um zu gucken, ob es wirklich, ja, wie es sich verhält. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn hier die Zeiten ziemlich krass wirken, Ruderstellzeit -40%, Reparaturzeit, Steuergetriebe -80%, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es von der Wendigkeit her sich wirklich kaum unterscheidet. Deswegen habe ich dann hier doch wieder den Tarnsystem-Mod drinne, damit erstens der Beschuss auf euch schlechter wird und einfach wir auch später aufgehen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil wir agieren hier wirklich komplett offen und wir müssen natürlich dann auch immer mal wieder zusehen, dass wir dann doch wieder zugehen. Deswegen hier Tarnsystem. So, gehen wir mal auf die Ausrüstung. Ihr seht schon, wir haben Verbrauchsmaterial, Schadensbegrenzung, wir haben hier Motorboost und wir haben Radar mit an Bord. Dann habe ich hier natürlich die Flagge von der Orca mit da drauf, damit ihr sie mal seht. Und natürlich die Premium-Tarnung. So, wir haben Überleben 24 Punkte, Trefferpunkte 15.700, Panzerung 6 bis 16 mm. Wer gerne von der Orca die nackigen Punkte wissen möchte, schaut sich einfach den letzten Stream an. Dort habe ich sie gleich am Anfang vorgestellt, ohne einen Kapitän drauf zu haben. Wir haben Artillerie hier 3x2 120 mm, das ist natürlich sehr, sehr geil. Eine Feuerreichweite von 10,9 km ist auch sehr lecker. Ladezeiten 4,6 Sekunden ist auch saugeil und eine Dauer für 180 Grad Kehre 7,9 Sekunden. Auch sehr, sehr geil. Sprenggranatenhöchstschaden haben wir 1820 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 9%. Hört sich alles super an. AP-Granatenhöchstschaden machen wir hier 2250. Also die, ja, sie spielt sich wirklich wie eine Lightning, nur halt ohne Nebel, dafür mit Radar. Torpedos haben wir auch dabei. Hier ist halt der Riesenunterschied zur Lightning. Wir haben hier nämlich nur einen Werfer dabei, 533 mm. Dafür haben wir eine Nachladezeit von 70 Sekunden. Das ist okay. Dauer für 180 Grad Kehre haben wir hier 6 Sekunden. Höchstschaden 10.700. Torpedo-Erkennbarkeit zur See, da ist halt die Schwäche. 1,6 Kilometer. Torpedo-Reichweite 9 Kilometer ist geil. Torpedo-Geschwindigkeit 65 Knoten ist auch in Ordnung. Ja, wie gesagt, sie gehen halt wirklich sehr, sehr früh auf und dadurch können halt wirklich die Leute doch ziemlich schnell rausdrehen. Manövrierbarkeit, das sind hier ihre, ich würde nicht sagen, ihre größten Stärken, denn sie ist doch recht träge. Das liegt aber auch so ein bisschen an dem Kapitän, weil wir halt keinen wirklichen knüppelharten Gandidee-Kapitän haben, sondern wirklich nur so einen Allrounder. Und da fehlt dann halt so ein bisschen was. Wir haben Höchstgeschwindigkeit 36 Knoten, das ist okay. Also da werdet ihr dann schon merken, ja, da gibt es auf jeden Fall DDs, die da deutlich schneller sind. Wendekreisradius von 590 Meter ist auch in Ordnung und eine Ruderstellzeit von 2,8 Sekunden ist auch gut. Tarnung haben wir hier 5,1 Kilometer, das ist gar nicht verkehrt. Das ist wirklich dafür, dass wir gar keinen Nebel haben, sehr, sehr gut. Denn ihr müsst bedenken, wir sind hier in Anführungszeichen ein Radarzerstörer und können hier wirklich dann schön die anderen Kollegen aufspotten. Ohne dass wir eventuell aufgespottet werden oder wir uns halt dann einfach wieder zurückziehen können. Wir gucken uns auch gleich nochmal an, was die Reichweite von dem Radar ist. Ja, Erkennbarkeit zur Luft haben wir 2,9 Kilometer, garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer. Panzerung brauchen wir uns nicht angucken, Freunde, Zerstörer haben so gut wie keine. So, Übersicht haben wir hier sequenziell, Torpedos können einzeln abgeworfen werden, das stimmt. Wendig, überdurchschnittlich gute Manövrierbarkeit. Da würde ich sagen, nein. Also da, wenn ich jetzt sie zum Beispiel mit einer Lightning vergleiche, ja, Lightning ist Stufe 7, ist die Lightning doch deutlich wendiger.
360-Grad-Türme, die Hauptbatterietürme können um 100, 180 Grad, genau, um 360 Grad gedreht werden. Auch das ist wirklich, wirklich geil. Denn so könnt ihr den hinteren Turm immer wieder super geil mitbenutzen, ohne dass ihr wirklich viel gefährliche Breitseite zeigen müsst. So, dann gehen wir nochmal kurz hier auf die Verbesserung, damit ihr seht, was wir für eine Reichweite haben. Wir haben hier 9 Kilometer Torpedo-Reichweite. Was erzähle ich denn da? Ortung von Schiffen, also Radarreichweite, das ist natürlich richtig gemein und richtig gefährlich. Allerdings, ihr seht schon, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 15 Sekunden. Ist nicht wirklich viel. Aber ich sag mal wirklich, im DD-Fight, gerade wenn es um Japaner geht, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Vorteil. Ja, kommen wir zum Jerski-Swerski. Das ist halt auch schon ein Grund, warum ich sagen würde, ja, die Orkan ist das Geld wert. Denn die Leute, die den Jerski-Swerski noch nicht haben, weil sie die Bliska-Wiska noch nicht bekommen haben, die kriegen die natürlich dazu. Weil, wie soll das sonst gehen, Freunde? Das ist logisches Denken. Ihr könnt das Schiff ohne Kapitän gar nicht fahren. Deswegen ist er natürlich dabei. Den schauen wir uns auch mal gut an, den schauen wir uns auch mal an, den guten. Wir haben als Inspiration Philippe Aubameyang, erhöht den Schaden durch Sprenggranaten ihres Zerstörers. Und wir haben natürlich Erich Bai dabei, verbessert die Tarnung des Zerstörers. Ihr könnt natürlich hier auch voll auf Geschütze gehen oder Manövrierbarkeit. Das bleibt euch überlassen. Ich bin immer, ich habe es ja immer schon mal gesagt gehabt, ich bin immer ein Fan davon, wenn der Überraschungsmoment auf meiner Seite liegt. Ja, wir haben hier als erstes aufmerksame Azoren. Man könnte natürlich hier auch Kontaktstellen unmittelbar bevornehmen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir war die Ladezeit doch wichtiger, weil ich sie wirklich hauptsächlich als DD spiele. Als DD, als Gun-DD spiele. Dafür haben wir 10% schlechtere Ruderstellzeiten. Dann haben wir prüfender Blick, verbessert die Tarnung des Schiffs, Erkennbarkeit, Reichweite zu Wasser 5%, kommen wir sogar dann noch auf 6%. Man könnte hier natürlich auch nochmal, ja, den Schaden höher nehmen. Allerdings geht dann die Erkennbarkeit hoch. Und das war mir dann doch ein bisschen zu riskant, bin ich ganz ehrlich. Dann habe ich hier erhöht die Drehgeschwindigkeiten, beziehungsweise Drehen und Anvisieren, erhöht die Drehgeschwindigkeiten der Hauptbatterie ihres Zerstörers und zeigt an, in welcher Richtung sich das nächstgelegene gegnerische Schiff befindet. Also ihr habt hier noch die Ortung mit dabei. Das ist natürlich geil. Ihr habt Ortung und Radar. Und das ist natürlich richtig, richtig gemein. Ja, dann haben wir hier diffuse Benommenheit, verringert die Nachladezeit des Verbrauchsmaterials Motorboost auf Kosten einer verschlechterten Nebelerzeugers. Ja, das ist ja nicht schlimm, denn wir haben keinen Nebel. Bei der Blitzkawiska würde ich natürlich hier wieder Nebel über dem Wasser nehmen. Wir haben hier keinen, deswegen wird hier diffuse Benommenheit genommen. Ja, und zum Schluss habe ich dann unaufhaltsam. Ja, Freundchen oder Freunde, wir sind fertig soweit und dann würde ich sagen, kommen wir zum geschichtlichen Teil. Der ist sehr, sehr kurz und dann sehen wir uns gleich im Gefecht mit der Orkan, um zu sehen, ob sie ein Orkan ist oder ein seichtes Prieschen oder wie auch immer ihr es nennen möchtet. Bis gleich. So, Freunde, kommen wir zum geschichtlichen Teil. Der ist wirklich sehr kurz und deswegen müsst ihr euch hier auch nicht fürchten. Die Kehlegung war am 7. Dezember 1939 und sie wurde am 18. November 1942 in Polen in Dienst gestellt. Sie war 110,5 Meter lang, 11,2 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 2810 Tonnen. Die Orkan gehörte zur M-Klasse und hieß ursprünglich HMS Meridon. Ihre ersten Aufträge hatte sie am 23. Januar 1943 und sicherte Konvois nach Murmansk. Dieser Auftrag wiederholte sich mehrfach. Im Juli 1943 überführte der Zerstörer die sterblichen Überreste des polnischen Premierministers Władysław Sikorski von Gibraltar nach England. Nach einer Überholung des Bootes in Hull bildete die Orkan die Support Group 3 mit den Schwesterbooten Musketier, der Oribi und der Orwell. Dann kommen wir auch schon zum Ende des Zerstörers. Die Support Group lief am 7. Oktober 1943 zum von 8 U-Booten angegriffenen Gleitzug SC-143 aus. Beim Angriff auf das von der Musketier eingepeilte U-Boot U-758 verfehlte ein Torpedo des U-Bootes den Zerstörer knapp. Um 7.05 Uhr morgens am 8. Oktober wurde die Orkan dann südöstlich von Grönland von dem deutschen U-Boot U-378 torpediert und sank innerhalb weniger Minuten. Es konnten nur 44 Seeleute gerettet werden. Die Versenkung der Orkan war die größte Katastrophe in der Geschichte der polnischen Marine. Tragische Geschichte, meine Freunde. Wie ihr seht, hat der Zerstörer keine 10 Monate auf dem Buckel gehabt. Nun gut, Freunde, wollen wir mal schauen, dass sie hier bei uns eventuell etwas länger hält. Oder wir schauen mal, ob das Ding überhaupt nichts taugt. Bis gleich!
So, Freunde, willkommen hier auf Splitterherrschaft. Sind wir unterwegs? Begleitet werde ich von Tannenberg Ram und natürlich von unserem Nordlicht Harry. Schöne Grüße gehen natürlich raus, obwohl ich in dieser Runde Harry am liebsten hätte umbringen können. Ihr werdet auf jeden Fall noch sehen, warum. Wir haben eine Pliska Visca, eine London, eine Miyoko, eine Atlanta, eine New York, Bayern, Mexiko, King George und Colorado im Gegnerteam. Bevor die Runde jetzt hier startet, Freunde, möchte ich nochmal sagen, dass ich im Infoteil was völlig Falsches gesagt habe. Ich habe immer noch das zweite Steuergetriebe drin. Ich habe das verwechselt mit der Otschakow. Bei der Otschakow habe ich das zweite Steuer rausgemacht und habe dort den Tarnwert reingemacht, beziehungsweise das Tarnsystem, weil ich dort einfach gemerkt habe, dass der zweite Ruderperk mich nicht wirklich befriedigt hat und mir dann doch lieber war, dass ich beim Kiten halt doch höhere Chancen habe, nicht getroffen zu werden. Also hier bei der Orkan bin ich hier wirklich komplett auf aggressives Spielen gegangen, wirklich auf Schnelligkeit und Wendigkeit. Denn ihr habt ja gesehen gehabt, beim Swirsky habe ich den Perk drinne oben, ich glaube der erste Perk war es, dass dann meine Ruderstellzeiten um 10% verschlechtert werden und dem wollte ich natürlich entgegenwirken. Also nochmal sorry für die Falschinformation. Ich fahre hier die Orkan mit beiden Steuergetrieben. Ihr seht es auch oben, wir haben 5,7 Kilometer. Mit dem Tarnwert hätten wir dann, Tarnsystem hätten wir dann 5,1 Kilometer. Entschuldigung, ich habe mal wieder einen Frosch im Hals. So, wie gesagt, wir haben hier leider nur einen Torpedowerfer. Das ist natürlich nicht sonderlich schön, aber ganz ehrlich, das ist mir bei einem Gandede egal. Ich will beim Gandede richtig geile Kanonen haben. Richtig schönen Reload und richtig schöne Drehgeschwindigkeiten haben der Türme. Das ist mir am wichtigsten. Klar, so ein schöner Torpedowerfer, der auch eine wirklich gute Reichweite hat, ist natürlich nochmal so eine kleine Kirsche auf der Torte. Aber benötigt hätte ich es jetzt nicht. Ich hatte ja schon viel gehört gehabt von euch, dass ihr immer wieder gesagt habt, ah, ich weiß nicht, ohne Nebel, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ah, es schreckt mich ein bisschen ab. Ja, es ist richtig, also man muss sich daran gewöhnen, dass man keinen Nebel hat, dass man, wenn man sich verfahren hat oder dann doch ein bisschen zu aggressiv war, dass man sich dann nicht verstecken kann. Das muss einem klar sein, aber ich sage euch ganz ehrlich, die Orkan in der Division ist ein verdammt böses Biest. Denn sie lässt sich wirklich spielen wie die Lightning, nur dass ihr halt wirklich keinen zweiten Torpedowerfer ab. Aber so von den Geschützen her, von der Wendigkeit her, ist das wirklich, wirklich brutal. So, wir haben hier schon unser ersten Teammitglied verloren. Wunderbar. Und ihr seht es ja, wir haben den Vorteil, wir haben Radar und natürlich auch noch die Ortung. Also was will man mehr? Also das ist ein absoluter DD-Jäger. Da sollte auf jeden Fall jeder DD aufpassen. Schade. Mexiko hat abgebremst. Wäre sie natürlich jetzt hier schön weitergefahren, dann hätte sie noch mal schön eine gekriegt. So, wir werden mal hier unsere erste Breitseiter auf die Mexiko geben und zack, wir haben einen ersten Brand gelegt. Wunder, wunderschön. So, hier ist die New York, die wollen wir natürlich jetzt hier gleich angreifen. Wir haben hier auch schon wieder gleich nachgeladen, also die Nachladezeit von den Torpedos ist wirklich super. Also man kann sich dann wirklich zur Not auch nochmal raustorpen. Und der Vorteil ist natürlich, es ist ja im Grunde ein britisches Schiff. Die Polen haben das Schiff bekommen gehabt von den Briten. Und dadurch könnt ihr hier wirklich die Torpedos auch einzeln abwerfen. Könnt ihr natürlich machen, um einfach ein bisschen sparsamer zu sein. Allerdings ist natürlich der Nachteil, wenn ihr zum Beispiel zwei rausgeworfen habt und dann nur noch die anderen, ich glaube zwei oder drei waren es. Ich glaube einmal Fünferwerfer hat sie, ne? Werden wir jetzt gleich sehen. Zumindest wenn die anderen Torpedos noch drinne sind, lädt er natürlich nicht nach. Ne, ist ein Viererwerfer. Okay, also die anderen zwei wären dann noch drinne geblieben. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen doof. Und zack, New York ist raus. Vier Torpedotreffer, 1A. Ja, kein Bauer Dublin. Schade. So, jetzt gehen wir hier aggressiv auf die Schlachtschiffe. Zack, New York brennt schon. Wir sind eh offen. Jetzt werden wir hier unsere Wendigkeit ausspielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem muss ich sagen, ich finde sie doch ein bisschen träger als die Lightning. Ich glaube, das liegt auch wirklich so ein bisschen an den Kapitän. Weil ihr habt bei Swirsky halt wirklich, wie ich es schon im Infoteil sagte, nicht die Möglichkeit, das Ding wirklich komplett auf die Gans zu leveln. Er ist halt so ein ja, Hybrid-DD-Kapitän. Also, dass ihr wirklich so ein bisschen Torpedoboote reinnehmen könnt und so ein bisschen Gun-DD. Aber nichts wirklich speziell auf irgendein, ja, Klasse spezialisiert. Ob das jetzt Sinn ergeben hat, ich weiß es nicht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, wir gehen jetzt hier weiter auf die Mexiko. Drehen hier uns wieder ein bisschen ein. Und ihr seht, das meiste geht wirklich daneben. Komm,
Schon. Brenn doch mal für uns. Brenn doch mal für uns. Jawohl. Okay. Bayern tritt rein. Ich hatte jetzt da gehofft gehabt, deswegen habe ich auch ein bisschen weiter nach rechts getorbt, weil ich die Hoffnung hatte, dass sie eventuell dort beacht, weil sie könnte das eigentlich nicht schaffen, hier komplett umzudrehen. Ja, das sieht gut aus. Und sie beacht. Perfekt. Das heißt, unsere Torpedos müssten auch treffen, weil so schnell wird sie auch nicht rückwärts fahren können. Und zack, drei Torpedotreffer und die Bayern ist raus. Ja, Papa Donje. So, jetzt gehen wir hier auf die Mexiko. Die brennt natürlich immer noch sehr schön von uns. Und da ist der Harry wieder und klaut uns unseren Kill. Die zwei machen die ganze Zeit hier gar nichts. Ihr habt es gesehen. Ihr habt hier Beweise. Der kleine Didi, der kleine polnische Didi, Orkan, hat hier wirklich gekämpft. Richtig krass gekämpft, sich hier mit drei Schlachtschiffen alleine angelegt. Der Harry hat sich da hinten sein Käffchen gerührt, der Tannenberg hat ihm die Kekse gebracht. Und kaum ist mal so ein Schlachtschiff dann kurz vorm Sinken, dann schießt auch mal der Harry. Ah, da hätte ich ihn echt am liebsten erwürgen können, Freunde. Aber es kommt ja noch besser. So, wir fahren jetzt Richtung A. Das ist natürlich jetzt ein weiter Weg. Das ist natürlich doof. Das Gegnerteam hat sich hier wirklich ganz, ganz schnell aufrauchen lassen. Das ist ja das, was wir leider in letzter Zeit wirklich so dermaßen haben, dass wir halt wirklich immer zwei Teams haben. Das eine Team sehr, sehr stark ist und das andere Team halt wirklich, ja, wie soll ich sagen, Dullis. Es sind einfach absolute Dullis oder Aluhutträger, wie ihr es nennen möchtet. Zumindest ist es halt wirklich immer sehr gewaltig, dass wirklich ein Team sich immer komplett dermaßen aufrauchen lässt. Diesmal ist es das rote Team. Es hätte auch unser Team erwischen können, dass wir dann wirklich dann hier nur noch zu dritt rumdüsen und die anderen hätten dann noch sechs Schiffe oder was. Und es ist immer ein bisschen ärgerlich. Naja, schauen wir mal, dass wir hier der Colorado noch ein bisschen was reißen können. Die Reichweite von der Hauptbatterie finde ich wirklich geil. Mit 10,8 Kilometer waren es oder 10,4 Kilometer. Es waren auf jeden Fall 10 Kilometer. Könnt ihr natürlich auch noch erhöhen, wenn ihr die, ich glaube, der Halloween-Kapitän war es, ne? War es der Modov, der die Reichweite der Zerstörer erhöht hatte? Ich glaube schon. Auf jeden Fall gibt es einen Kapitän, der die erhöht. Wenn ihr sagt, nee, 10 Kilometer ist mir ein bisschen wenig, da könnt ihr dies auch nochmal ein bisschen höher drücken. Also ganz ehrlich, Leute, ihr seht schon, das Ding ist stark. Das Ding kann wirklich gut austeilen. Sie ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Also ich persönlich, ich dachte ja auch so anfangs, ich weiß ja nicht. Ich bin zwar ein Riesenfan von der Lightning. Lightning ist immer noch einer meiner absoluten Lieblings-DDs. Aber ich dachte mir auch so, ja, polnischer DD, Blitzkawiska ist okay. Sie ist nicht extrem stark. Sie kann sich behaupten, aber sie ist halt auch wirklich recht träge. Kann natürlich auch von den anderen Nationen sehr, sehr schnell rausgenommen werden. Deswegen dachte ich mir so, ja, hoffentlich wird die Orca nicht auch so träge wie die Blitzka. Nee. Sie ist geil. Ich finde sie geil. Schon alleine, wenn ihr den Swirsky nicht habt, ist es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und wenn ihr halt wirklich auf reine Gandidee steht mit absoluter Action, weil ihr eben keinen Nebel habt, dann kauft euch das Ding. Also das Ding ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich hatte so krass viel Spaß mit dem Schiff. Das habe ich selbst echt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch anfangs so meine Zweifel, fand sie aber wirklich schon nach der ersten Runde richtig, richtig geil. Also es ist jetzt im Gegensatz zur Sims wirklich eine gute Investition, schon alleine, wenn ihr den Kapitän nicht besitzen solltet. Und gerade wenn ihr wirklich viel Division spielt, sie ist ein geiler DD-Jäger. Ihr könnt damit halt wirklich mal schnell was spotten. Wir hatten hier auch schon 7er Runden, da habe ich dann eine Z23 permanent aufgehalten und durch mein Ortung wusste ich halt dann auch, wo sie steht. Bin dann hingefahren und habe mich dann mit der duelliert. Also auch auf Tier 7 macht sie wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Harry macht hier schon mal sein Flugzeug oder wie ist es? Ah, nee, das wird allerdings gewesen sein. Der Tannenberg. Jawohl, Colorado ist weg. Ja, da haben wir jetzt noch die London und die King George. Zwei britische Schiffe. Die Frage ist, ob jetzt die London hier hochkommt oder es eben lässt. Ja, die Reichweite auf die King haben wir leider noch nicht. Aber laut unserer Ortung müsste sie jetzt hier vielleicht links hochkommen. Also er ortet auf jeden Fall die London. Ja, die London steht da. Ne, sie kommt sogar. Sie kommt sogar. Da geht natürlich der Adler sofort drauf. Da kennt er nichts. Na, komm schon.
Ah, schade, da hat die Steuerung jetzt gerade nicht mitgespielt. Wieder nur ein Treffer. So, ihr seht's, die Landung will sich einnebeln, aber ihr wisst ja, wir haben Radar und ich werde das gleich erstmal schön verhindern. Und wir werden jetzt hier, zack, das Radar zünden. Ja, Landung, du bleibst offen, du wirst hier rausgehen. Haben natürlich jetzt hier auf AP gewechselt, um mal zu gucken, ob wir hier auch nochmal schön eine auf der Breitseite drücken können. Ja, ihr seht, es hat 2000 Schaden, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Und es wird mir schon wieder ein Kill geklaut. So, wir hätten jetzt 4 Kills. 4 Kills hätten wir jetzt. Hätten die Chance auf den Kragen gehabt. Aber nein, unsere Teamkollegen meinten, sie müssen uns alles klauen. Aber ganz ehrlich, Freunde, es ist völlig egal. Denn ich bin immer der Meinung, weg ist weg. Umso besser, umso schneller. Wir wollen natürlich hier alle gewinnen. Ihr wisst, der Adler ist kein guter Verlierer. Der Adler möchte immer gerne gewinnen. Und dann ist es einem auch egal, wenn ihm hier die Kills geklaut werden. So, wir versuchen jetzt hier nochmal die King George anzuzünden. Obwohl es mich trotzdem geärgert hat. So, sie brennt. Sehr, sehr schön. Die Tops sind vorbeigegangen. Ich habe da auch wahrscheinlich ein bisschen zu früh getoppt, weil ich wusste, dass jetzt hier die Schlachtschiffe da als sie beschießen werden. Hätte auf jeden Fall hier ein bisschen warten sollen. Hätte hier jetzt drauf schießen können. Hier vielleicht auch mal mit AP zu testen. Weil wir sind ja wirklich jetzt hier sehr, sehr nah dran. Na, kriegen wir unsere 100.000 noch voll? Nein, und da kommt der Harry wieder von hinten und klaut uns den Kill. Irgendwann erwürge ich diesen Typen. Sehr schöne Runde. Platz 1 mit 2206 Basis-EP. 2 Schiffe haben wir versenkt. Ja, Harry ist weiter unten. Gehört auch hin. 332.000 haben wir gemacht und 93.886 Schaden. Ja, 2 Schiffe versenkt, 4 Brände, 2 Wassereinbrüche, einmal erobert. Also, Schlussfazit, Freunde. Ich bin wirklich begeistert von der Orca. Mir macht sie brutal viel Spaß. Auch wenn sie kein Nebel hat. Ich finde aber gerade, da ist der Reiz, das Ding wirklich permanent in Action zu halten. Und da hier wirklich zu ballern, was das Zeug hält. Sie wirklich zu fahren wie ein ganz kleiner, leichter Kreuzer. Das macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Und kann wirklich den Leuten, die sowas gerne spielen, oder auch wirklich Erfahrung haben in DDs fahren, gerade was Gun-DDs angeht. Ein absoluter Muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade in der Division zeigt sie ihre Stärken brutal. Alleine ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann natürlich nicht der Support da ist. Gut, wir hatten ja eben auch keinen Support. Nein, Spaß beiseite. Sie ist es wirklich wert. Bin ich ganz ehrlich, wer sie... Ich bin ganz ehrlich, also für unerfahrene DD-Fahrer, die gerade mit DD-Fahren angefangen haben, lasst die Finger von, da holt sie euch später... Lernt erstmal ein bisschen dazu, aber für erfahrene DD-Fahrer, gerade für erfahrene Gun-DD-Fahrer, die werden das Ding wirklich lieben. Ich finde sie mega, mega geil. Hier gibt es eine absolute Kaufempfehlung. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem gewerteten Video, beziehungsweise dem gewerteten Gefecht-Video, was so dermaßen krass war, Freunde. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das war so ein krasses Gefecht. Und danach sehen wir uns auf jeden Fall die Tage wieder und... Dann habe ich auch Wochenende, also wirklich normales Wochenende, dass wir dann am Wochenende auch streamen können. Und da werden wir eventuell ein Special Guest bekommen. Ja, Freunde, bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!